Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Revolution. Direkt hier die Aufnahme nach dem Stream. Meine Stimme ist noch ein bisschen kaputt. Entschuldigt das bitte. Es ist 22.15 Uhr, ich habe 4 Stunden gestreamt und wir haben einiges erreicht. Machen wir mal eine kleine Zusammenfassung. Wir haben diesen super tollen Infusion-Altar gebaut und stabilisiert. Und hier eine Menge Wiss hingestellt. Wir haben uns hier einen Bedrock-Helm of Revealing gemacht, was auch sehr viel wert ist. Wir haben hier ein kleines Hexenhaus eingerichtet mit einem Kessel und einem, mit so einer Zerlegungsanlage, sag ich mal, die die ganzen magischen Aspekte aus manchen Sachen rausholt und hier dann destilliert. Genau, eine Destillieranlage, eine magische, so sieht's aus. Dann haben wir hier Villager, die hier diesen Elevator für sich erkannt haben und deshalb alles komplett überlaufen haben. Da müssen wir uns was überlegen, wie die vielleicht wieder runterkommen. Denn jetzt sind ungefähr alle Villager, nicht mal alle, aber wirklich viele Villager hier. Ist natürlich ein bisschen suboptimal, aber wir können es erstmal lassen. Nerven halt nur ein bisschen. Wir haben richtig viel erforscht. Wir haben echt viel erforscht. Moment, die brauche ich gerade auch nicht mehr. Chicken-Seelen haben wir. Wir haben ein paar lustige Momente im Deep Dark gehabt. Und ja, ich lade den Livestream auch nochmal hoch, aber ich denke mal, der dauert 4 Stunden. So viel will sich jetzt keiner im Nachhinein wahrscheinlich nochmal geben, vermute ich. Haben wir hier irgendwas gemacht? Nee, aber ich sehe gerade, wir haben ein Division Sigil gekriegt. Krass. Was haben wir noch gemacht? Wir haben festgestellt, dass wir immer noch zu wenig Gold haben. Oh, und dass wir richtig schlechtes WLAN hier haben. Gold. Ja, es wird einfach nicht mehr. Also für das Gold brauchen wir auf jeden Fall eine Erzverfünffachung. Die werden wir demnächst mal bauen. Heute würde ich mich aber ganz gerne erstmal noch hier ein bisschen um die Zauberei kümmern. Dabei fällt mir gerade ein, wir brauchen noch so ein paar Glasscheiben. Können wir Slabs auch autocraften lassen? Ja, okay. Jetzt werde ich ein bisschen zu bequem, ich weiß. Und wir sollten vielleicht mal schauen, dass wir einen besseren Zauberstab kriegen. Hallo? Darf ich hier mit rein? Meine Güte, ey. Die wissen schon, wie man den nach unten benutzt, den Elevator offenbar. Aber irgendwie sind die unfähig. Ach. Die sind echt ein Drama, die Viecher. Was willst du hier eigentlich? Du willst mir Papier verkaufen. Ich würde dich gleich umbringen, wenn da nicht die Dorfreputation runtergehen würde. Genau. Was erkennen ihr? Brauchen wir gerade mal nicht. Wir brauchen einen besseren Zauberstab. Oha. Silverwood Wandcore. Ja, das dürfte zumindest ziemlich gut sein. Denke ich mal. Silverwood, oh Gott. Okay, Leute, die aus dem Livestream kennen die ganze Geschichte hier. Das wird ein Spaß. Wir machen das jetzt mal richtig billig hier. Dann Humanos und Cognito und Ignis. Und hier nochmal ein Potentia. Bumm. So, das haben wir schon mal. Dann haben wir Arbor noch. Aber ich bin besser geworden. Er. Herber. Er. Bis auf die Tatsache, dass die R-Aspekte ausgehen. Oh. Was tue ich? Oh, mein Scribing-Tool ist leer. Das ist nicht so gut. Air, Arbor. Aber ich habe Arbor irgendwo. Dann machen wir es so.
Und dann machen wir hier herber. Live. Inkognito. Boah, das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Ich würde sagen, dass wir hier auf Ordo gehen. So. Und dass wir hier dann von Herber. Gibt's was mit Herber und Terra? Mit Ordo und Terra? Ach ja, Vitrios. Okay, das ist ganz gut. Dann können wir hier auf Terra gehen. Dann hier auf Terra. Nee, falsch. Hier auf Vitrios. Hier nochmal auf Vitrios und dann nochmal Terra. Zack. Jawohl. Silverwood Wendcore. Yes. Crafting Scepters. Magic. Nehmen wir mal das hier. Need Scribing Tools und Paper. Okay, ich fülle die mal wieder auf. Ink Sack. So. Zack. Oh wow, ey. Ihr macht es ja nicht leichter. Humanus, Cognito. Da können wir eigentlich das gleiche machen. Humanus, Cognito und in die Mitte Ignis und zack ist die Linie fertig. Dann haben wir noch Arbor. Arbor. Dann machen wir mal mit Herber, weil wir fast keine R mehr haben. Herber. Dann Terra. Nochmal Herber. Nochmal Terra. Da. Nochmal Terra. Dann Fabrizio war das richtig. Dann würde ich sagen, ja, wir haben eigentlich haben wir es verkackt. Wir hätten von der Seite aus kommen müssen. Dann wäre es einfacher gewesen. Damit zwei verschwendet leider. Oder schreiben die sich zurück? Moment, das will ich jetzt mal kurz testen. Jetzt haben wir 111. Ne, die sind dann verloren. Top. Wir brauchen nämlich Humanus. Dann Cognito. Jemand nur Feuer und Erde bringt gar nichts, ne? Nee. Okay, das ist vielleicht eher ein Problem. Das wird jetzt gar nicht mal so einfach. Wie komme ich jetzt? Was hat ein Herber noch? Leben. Aber es hat auch wenig mit Feuer zu tun, ne? Okay, jetzt bin ich doch ein bisschen überfragt. Ja, gucken wir mal, was wir mit Terra alles für Aspekte haben. Außer das eine hier. Das wollte ich nicht. Hier. Dann machen wir Ether. Dann Motus. Dann Ordo. Und Ordo und Feuer ergibt. Genau, Potentia. Okay, das ist jetzt super kompliziert, aber es funktioniert. So, und dann haben wir hier noch Präkentatio. Das, glaube ich, ist weniger schwer. Glaube ich. Hier können wir nochmal Humanus und Cognito nehmen. Und dann sind wir hier schon beim Feuer. Ja, hier noch ein Feuer. Und hier noch ein Potentia. Und schon haben wir es erforscht. Jawohl. Geht schneller als mit jedem Research Helper, wenn man es einmal raus hat. Ein Primal Charm. Uiuiuiui. Ein Balanced Chart. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das sind alle Shards, ne? Shard.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich habe im Stream, habe ich das eigentlich richtig gemacht, aber aus irgendeinem Grund ist alles kaputt gegangen. Wir probieren jetzt einfach nochmal. Das brauchen wir gerade nicht. Das auch nicht, 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 das auch nicht. Und die drei Chicken sehen eigentlich auch nicht, genauso wie den Screwdriver. Einmal sortieren. Alter! Was willst du, Mann? Was willst du? So. Dann ein Bucket. Dann gucken wir mal, ob wir so einen Balance Chart nochmal schnell auf die einfache Weise hinkriegen. Oh Gott. Vielleicht hätte ich den Turm sperren sollen. Wenn ich das gewusst hätte, wenn die sich jetzt hier drin auch noch ansiedeln, dann gibt es aber eine Schelle. Die ganze Zeit haben die den Turm und das Haus hier ignoriert. Und auf einmal ist dann Aufzug und alle finden das sogar. Ach Gott, dass alle Villager in dem einen Haus sind, ey. Ja. So, 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 so. Okay, alle Aspekte drin. Und Air Shard. Ist jetzt ein Balance Shard. Hier ist ein bisschen Müll. Das entlassen wir in die Umwelt. So. Zack, zack. Oh. Okay, ich glaube, der Aufzug, der kommt weg. Das ist ja ein 3. Ja, aber ich finde den Aufzug eigentlich okay, aber mal gucken. Die haben da zu viel Spaß mit. Bleibt das da drin? Das bleibt da drin. Sehr gut. Balance Chart. Dann Primal Charm. Brauchen wir alle 6 anderen Charts? Okay, das ist auch ein Ding der Möglichkeit. Chart. So. 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 Ups. Da habe ich einmal den roten übersehen und dann den blauen. So. Gibt es eine feste Anordnung, in der die da. Falsches Buch. In der die da. Die Villager. Hin müssen oder ist das Wurst? Nee. Air, Fire, Water. Luft, Feuer, Wasser. Erde wahrscheinlich als nächstes, würde ich vermuten. Ja, Erde, Order und Entropy. Erde, Ordnung und Chaos. So. Und mal wieder das geliebte Gold. Von dem wir nichts haben. So. Wahrscheinlich auch nicht genug Biss, oder? Natürlich nicht. Woran mangelt's? Woran mangelt's? An Ignis, oh Gott. Wo kriege ich denn jetzt eine Ignis-Note her? Ich meine, das Gute ist, mit dem neuen Stab können wir auch hier die Dinger mitnehmen. Ja, ich will hier schlafen. Die Aura-Note können wir mitnehmen mit dem neuen Stab dann, weil wir genug Wiss haben, um die einzusammeln. Dann können wir hier irgendwo schön Node-Stabilizer bauen und können uns die alle als Haus-Nodes halten. Wo könnten hier Nodes sein? Das ist jetzt die Frage. Also im Deep Dark sind die zwar tonnenweise, aber im Deep Dark war irgendeine komische Spinne, die mich gewone-hittet hat und die 500 Leben hatte. Und das war ein bisschen gruselig, vor allem nachdem ich Full Bedrock bin. Finde ich das ein bisschen übertrieben. Hier ist eine Note. Ah, die ist ganz schön klein, ne? Aber ist okay. Merken wir uns mal, wo die ist. Oder wir setzen hier einfach einen Waypoint.
New Note. Klammer klein. So. Okay, wie viel Ignis? Haben wir jetzt 35, das reicht sogar. Können wir eigentlich direkt wieder zurück, es sei denn, ich sehe hier auf Anhieb noch eine. Nee, wir können ganz kurz noch zu der bei uns hier vorne gucken. Da weiß ich nämlich, dass eine ist. Weil wir da mal was abgebaut haben. Ich dachte zwar, dass die Note damit kaputt geht, aber offenbar tut sie das nicht. Warum sehe... ich wollte gerade sagen, warum sehe ich hier die Aspekte nicht? Passt schon. Okay, zurück zum Turm. Hallo, meine Freunde. Nicht. Oh, dieser Aufzug. Okay, ich glaube, der Aufzug kommt weg. Ich glaube, der kommt weg. Der ist zwar eine nette Idee, aber der ist hierfür, glaube ich, denkbar ungeeignet. So, Primal Charm. Check. Dann brauchen wir... Nee, wir wollen natürlich einen geilen Charged Taumium Caps. Warum sehe ich ihn... Ach. Ich kann die noch gar nicht machen, die Charged Taumium Caps, oder? Missing Required Research. Ist das so? Obsidian Wand Core. Muss ich die irgendwo anders dann erforschen, die Taumium Caps? Oder? Nein, das wollte ich nicht. Die Charged Taumium Caps oder ja, was? Golem. Energistics, Taumic Horizons. Apokrypta, Taumic Tinkering. Also wir können mal kurz die Wend-Dinger hier erforschen und gucken, ob das erforderlich ist. Okay, ich brauche ein Ordo und ein Auram. Hier ein Auram. Hier ein Ordo. Da. Und dann irgendwas, was aus Auram und Ordo besteht. Was war denn das? Auram und Ordo. Auram und Ordo. Es gibt doch da was. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da was gibt. Auram und Ordo. Was war denn das? Ach, das. Zack. Motus. Dann Lucrum. Was haben wir da? Ja. Humanus. Bei Lucrum. Aber bei dem ist auch Humanus, ne? Da brauche ich noch einen Humanus. Und Humanus. Da brauche ich dann ein Cognito, was ich hier dazwischen packe. So, und dann Metallum. Haben wir noch gar nicht gehabt. Erde und Vitrius. Und Vitrius ist mit Ordo. Okay, also kann ich hier einen Vitrius hinmachen. Und kann ich da einfach dann Ordo dran klatschen? Oder an das Lucrum? Ach nee. Ich kann hier zwar ein Ordo hinmachen. Brauche aber einen Humanus. Und noch ein... Nee, Cognito. Oh, jetzt habe ich es, glaube ich, vermasselt. Void. Air. Nee, Moment mal, das ist falsch, auf jeden Fall. Da vorne ist ein Motus. Das ist... Ach, ich kann das Ordo einfach da hinsetzen und fertig. Puh. Ja, die sind nicht so einfach, die Rezepte, ne? Wir machen das jetzt noch schnell fertig hier. In der Folge. Und dann gucken wir mal. Ich hoffe, das langweilt euch nicht allzu sehr. Das ist nämlich schon anstrengend, das glaube ich schon. Aber wir müssen es halt auch machen, ne? Das ist das Problem. Ignis.
Und dann Metallum, Vitrius und Terra. Vitrius ist Ordo und Ignis und dann das da und dann Permutatio. Da kann ich auch einfach noch ein Ordo anschließen, okay. Zack. Wie sieht's aus? Jetzt haben wir das und das. Ne, das kann ich weiterhin nicht erforschen. Interessant. Missing required research. Okay, muss ich mal gucken, warum ich das noch nicht erforschen kann. Weil ich würde das... Nee, ist das klar, weil wir noch kein Taumium erforscht haben. Hä? Hallo? Weil wir noch gar kein Taumium... Okay, das kriegen wir auch noch schnell hin. Das sieht jetzt gerade nicht so schwierig aus. Potentia. Dann hier das Vitrius und ein Ordo, oder? Jo. Das war very easy. Und jetzt können wir theoretisch wahrscheinlich das hier. Okay, alles klar. Das machen wir aber nicht mehr in der Folge hier. Meine Güte. Wir haben jetzt auf jeden Fall das schon mal soweit bereit. In der nächsten Folge machen wir diese eine Forschung noch. Und dann haben wir erstmal ein bisschen was. Ja, ich weiß, Stormcraft ist immer ein bisschen hart mit der Forschung. Es sind immer so ein bisschen trockene Sachen. Auch im Livestream habe ich, glaube ich, eine Stunde lang nur vor diesem Interface gehängt. Das ist schon ein bisschen trocken. Aber es muss halt sein, ne? Und solange wie unser Bedrock-Bohrer bohrt und der bohrt noch 5 Stunden, ja gut, okay, nicht mehr ganz, ein paar Stunden bohrt er auf jeden Fall noch, können wir auch nicht mit Galacticraft weitermachen. Deshalb versuchen wir einfach mal, uns zu einem ordentlichen, dicken Zauberstab durchzubauen und dann kriegen wir das schon hin. Also dann, ich danke euch fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!